Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Slay the Spire. Das hat mir der gute Darky tatsächlich geschenkt, weil mir 21 Euro für das Spiel doch ein bisschen zu teuer waren. Also gleich zu Beginn, danke an den Dark Hunter. Und ich hatte dieses Spiel schon seit Ewigkeiten auf der Wunschliste, weil es bei anderen witzig aussah. Ich habe jetzt gestern auch mal eine Runde gespielt und ja, es macht Laune. Ich hatte gestern hier den Eisernen gespielt. Und ja, es ist ein Kartenspiel, wo man aber sein Deck nicht von Anfang an irgendwie bestimmt, wie es ist, sondern das baut sich, während man spielt, immer weiter auf, weil man halt Karten gewinnt und so. Es verbindet aber auch so Roguelike-Elemente da rein, das heißt, die Gegner sind immer anders, die Räume, also den Weg, den man wählt, ist immer anders, die Karten, die man bekommt, natürlich auch. Und so sind die Kämpfe dann dynamischer, möchte ich fast sagen. Und ich würde sagen, weil das die erste Folge auf diesem Kanal ist, werden wir auch gleich den Eisernen nehmen, weil das halt der erste Standardcharakter ist. Aber ich hätte ja auch noch die Stille, was quasi ein anderer Charakter ist, den man dann auch spielen könnte. Aber wir spielen heute der Eiserne, der mit 80 Leben startet und 99 Gold. Und er hat glühendes Blut, das ihm am Ende des Kampfes immer 6 Leben heilt. Alles andere werde ich einfach während des Spiels erklären. Ist eigentlich nicht sehr kompliziert. Oh, wer bist du denn? Erster Akt, Exordium, sei gegrüßt, ich bin Yao. Oh shit. Kann sein, dass ich gestern nur das Tutorial gemacht habe, wenn das das Tutorial war. Ich bin da relativ weit gekommen. Aber vielleicht bin ich nur so weit gekommen, weil es das Tutorial war. Das kann sehr gut sein. Naja, hallo, hallo Yao mit deinen 3 Augen. Wie geht's? Wähle. Transformiere eine Karte, erhalte eine zufällige gewöhnliches Relikt. Genau, sowas gibt es auch ab und zu, so Multiple-Choice-Dinger, dass dann quasi eine Geschichte erzählt wird und man kann dann selber entscheiden, will ich jetzt zum Beispiel an so einem Lagerfeuer lieber rasten und mehr Leben bekommen, damit ich wieder Leben dazu bekomme. Oder verbessere ich zum Beispiel eine Karte in meinem Deck. Und so muss man dann immer abwägen. Und verliere dein gesamtes Gold gleich am Anfang? Nee, das ist scheiße. Ich möchte gerne ein Relikt. Was Relikte sind, die sehen wir hier oben links. Gewährt. Danke, Yao. Und diese Relikte haben immer verschiedene Effekte. Die können gut oder schlecht sein. Wir haben zum Beispiel, wie eben schon angesprochen, dieses glühende Blut, das uns immer heilt. Und jetzt haben wir den Traumfänger bekommen. Der, wenn wir uns ausruhen, wir eine... Was? Kannst du eine Karte für dein Deck wählen? Dann kriegen wir anscheinend immer eine Karte dazu, wenn wir uns ausruhen. Alles klar, danke, Yao. Das hier ist die Karte, also der Pfad, den wir wählen können. Hier oben ist dann der Endboss. Und auf dem Weg dahin können wir uns jetzt aussuchen, welchen Pfad wir wählen wollen. Also wir haben hier 4 Möglichkeiten. Hier links seht ihr nochmal die Legende, was das alles sein soll. Am Anfang müsst ihr auf jeden Fall kämpfen. Und meiner Meinung nach, bei meinen krassen Erfahrungen von einer Runde... möchte ich so viele Kisten wie möglich mitnehmen, aber die sind hier anscheinend alle auf derselben Ebene. Heißt, ist mir relativ egal, dann nehme ich hier erstmal das Fragezeichen mit. Fragezeichen können gut oder schlecht sein. Wer weiß das schon? So, kommen wir zum Spielprinzip. Am Anfang ist unser Deck noch nicht so krass aufgebaut. Wir haben auch nur 10 Karten insgesamt. Also wir haben hier 5 in unserem Nachziehstapel. Wir haben gerade 5 Karten auf der Hand. Nach jeder Runde gehen die Karten in den Abwurfstapel und wenn du keine Karten mehr zum Nachziehen hast, dann geht der Abwurfstapel wieder in den anderen Stapel rein. Es sei denn, du hast Karten dabei, die irgendwie verfliegen, aber das werden wir während des Mals auch noch irgendwie kennenlernen. Ansonsten haben wir hier noch die Energie, 3 von 3, das heißt, ich kann 3 Aktionen ausführen, beziehungsweise so viele Aktionen, wie ich Energie habe. Und oben links bei den Karten sieht man halt, ah ja, hier, verteidigen kostet 1 Energie. Und so kämpfen wir dann halt. Hier sind die Leute. Ich glaube, das ist erstmal der grobe Überblick. Man hat hier oben noch Tränke, aber das kommt alles später, Leute, wenn es am Zug ist. Achso, und man sieht vielleicht noch, das ist vielleicht noch wichtig, über den Gegnern, was die im nächsten Zug machen werden. Da kommt dann das Strategische ins Spiel. Und zwar will der, strategisch wie er ist, einen negativen Effekt auf mich wirken lassen. So ein Blödkopf. Beide wollen das. So, da der hier aber nur 9 Leben hat, können wir den eigentlich gleich mal vernichten mit 2 Schlägen und uns dann noch blocken. Dieser Block gibt uns jetzt für die Runde, wo der angreift, 5 Block. Danach verfallen die aber und er wird jetzt nicht angreifen, weil er einen negativen Effekt macht. Er leckt uns an und dadurch sind wir gebrechlich geworden. Ist ja unfassbar. Auf jeden Fall ist jetzt auch unser Block wieder weg, obwohl der den Block ja gar nicht eigentlich angegriffen hat. Heißt, da muss man auch agieren und er hat uns jetzt gebrechlich gegeben, was uns für eine Runde 25% weniger Block gibt. Und gleich will er auch angreifen hier mit einem 8er Angriff, das auch noch einen negativen Effekt macht. So ein Schlawiner. Ja, und so gibt es dann auch verschiedene Karten, die auch verschiedene Debuffs zum Beispiel für den Gegner haben. Hier zum Beispiel können wir dem Gegner 8 Schaden zufügen, dafür kostet das aber auch 2. Und ihm 2 Verwundbarkeit geben. Plapp! Und verwundbar macht, dass er 50% mehr Schaden erleidet für ganze 2 Runden. Ist das nicht krass? So, und ich glaube, ich block nochmal, damit ich nur 3 Schaden insgesamt verliere statt 8.
Nee, 5. Hä? Achso, ich habe weniger Block. Na gut, dann verliere ich halt 5 Leben. Ist in Ordnung. Heil ich ja zum Glück nach dem Kampf wieder hoch. Weil ich das glühende Blut habe. Ja, ja. Ja, okay. Und so geht das dann die ganze Zeit. Jetzt können wir den hier wieder schlagen. Und da ist er tot. Geil. Und am Ende kriegt man natürlich immer noch Beute. 14 Gold kriegen wir. Ein Verdopplungstrank. Die Tränke machen immer verschiedene Sachen. Und man kann 3 Tränke gleichzeitig tragen. Der Verdopplungstrank macht zum Beispiel, dass die nächste Karte zweimal gespielt wird. Und eine Karte können wir uns auch noch aussuchen. Das ist dieser während des Spiels Deckaufbau Dingsbums. So, erschöpfe eine Karte, ziehe 2 Karten. Erschöpfen heißt, glaube ich, dass man diese Karte dann im Kampf nicht mehr verwenden kann, also für diesen einen Kampf. Füge 12 Schaden zu, wende 2 schwach an. Das klingt gut, wir gehen auf Schaden, Leute. Und so wird das eigene Deck dann halt immer größer. Ja, man muss sich halt am Anfang schon eine Strategie überlegen, wie man jetzt am besten vorankommt. Was ist denn das Fragezeichen? Oh, zwischen den Steinen und Brocken fällt dir eine aufwendige große blaue Statue auf, die einen Flügel darstellt. Du siehst Gold aus einigen Rissen quillen. Vielleicht ist im Minderring noch mehr. Okay, wir könnten eine Karte aus unserem Deck entfernen, wenn da irgendwas Schlechtes bei wäre. Haben wir aber noch nicht. Wir könnten 50 bis 80 Gold erhalten. Das klingt sehr gut. Warum nicht? Mit all deiner Kraft schlägst du auf die Statue ein. Sie zerbricht schnell und gibt einen Haufen Goldpreis. Du nimmst so viel du kannst und gehst weiter. Cool. Ab und zu gibt es da auch Sachen, wo du nur eine 50% Chance hast, dass da irgendwas Gutes passiert. Aber diesmal hatten wir anscheinend Glück. Finde ich gut. Und der nächste Kampf steht an. Auf jeden Fall ein sehr witziges Spiel. Also das kann man mal so einfach wegspielen. Wir werden jetzt einfach mal ein bisschen kämpfen hier. Stirb mal, du kleines Ding. Was? Nein. Was hat er gemacht? Wieso habe ich keinen Schaden mehr gemacht? Oh mein Gott, jetzt kriege ich hier aber, jetzt kriege ich hier einen Dreier-Damage rein. Ja, so viel zum Spiel. Dann können wir jetzt einfach mal ein bisschen erzählen, nicht wahr? Ich werde bestimmt nicht viel überlegen müssen. Nein, nein. Ist ja kein Spiel, wo man... Oh, fuck. Wo man überlegen müsste. Kann sein, dass ich mich jetzt super dumm anstelle, deswegen. Aber ich habe gestern Pompoko geguckt, Leute. Kennt ihr den Film? Ist ein Ghibli-Film. Pompoko, wo es um... Oh Gott, jetzt sage ich das bestimmt falsch. Marderhunde? Wo es um Marderhunde geht? Meiner Meinung nach. Also das sind keine Marder, das ist wichtig darzustellen. Du findest eine schimmernde Bündung von Licht im Zentrum des Raumes. Sein warmes Leuchten und die verzaubernden Muster laden dich zu ihm ein. Verbessere 2 zufällige Karten oder... Nee, oder? Oder passiert beides? Wir können 2 Karten verbessern, aber dafür verlieren wir 16 TP. Ja, ja, mach du mal. 2 zufällige Karten. Okay, 2 Karten sind jetzt besser geworden. Ich hab's nicht gelesen. Hier haben wir einen Shop. Bei denen kann man Sachen einkaufen. Ab und zu gibt's Rabatt. Oh, die Karte wäre richtig gut gewesen. Verbessert alle deine Karten für den Rest des Kampfes. Oh Gott, aber ich habe nicht genug Geld. Kann man vielleicht irgendwie Geld verkaufen? Oh, man kann hier sogar Tränke kaufen. That's really interesting. Na gut, dann nehmen wir noch das Ding mit. Und dann fühle ich mich erstmal gut. Danke, komischer Typ. Ich glaube, ich gehe zum Lagerfeuer, damit ich mich ausruhen kann. Das ist das mit diesen, was ich meinte. Man kann entweder ausruhen oder eine Karte verbessern. Aber da wir gerade so viele Leben verloren haben, ist Ausruhen, glaube ich, besser. Und wir gehen hier schön auf Damage. Finde ich gut. So. Ja, Pompoko ist auf jeden Fall ein schöner Anime-Film, der tatsächlich auch 2 Stunden geht. Er ist witzig, hat gleichzeitig aber auch eine Message. Obwohl das schon so alt ist, geht es da tatsächlich um Umweltschutz und so. Und wie die Menschen halt die Tiere aus dem Wald verscheuchen und wie es den Tieren damit geht und sowas. Ist ganz cool. Der Anime ist auch ein bisschen merkwürdig vielleicht. Weil die Tanukis, beziehungsweise die Marderhunde sind dafür bekannt, dass sie sehr dicke Hoden haben. Und in der japanischen... Also man sieht die Hoden auch permanent in diesem Anime. Finde ich sehr witzig. Und... Hä? Achso. Ein Teil der japanischen Mythologie behauptet, dass diese Marderhunde aus ihren Hoden, weil die so riesig sind, die umformen können zu allen möglichen Werkzeugen. Und da machen die ganz schön witzige Sachen draus. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber ja, guckt euch den Anime einfach an, Leute. Der ist schon witzig. Gibt's bei Netflix gerade, mit ganz vielen anderen Ghibli-Filmen, die hole ich gerade alle nach. Weil, bevor die auf Netflix waren, muss ich zugeben, kannte ich vielleicht 3. Drei Ghibli-Filme. Ich kannte Spirited Away, oder besser bekannt als Chihiros Reise ins Zauberland. Dann... Mach ich mal hier so. Chihiros Reise ins Zauberland. Dann kannte ich noch das Königreich der Katzen. Kannte ich noch einen davor? Und... Nee, tatsächlich nicht. Oder?
Nee, glaub nicht. Und ich habe jetzt halt nachgeholt, Prinzessin Mononoke. Ja, Schande auf mein Haupt, dass ich das erst jetzt getan habe. Find ich tatsächlich, ist aber auch gar nicht so ein guter Anime, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich weiß. Not popular opinion, aber ist so. Und ich habe jetzt nachgeholt, mein Nachbar Totoro, das wandelnde Schloss habe ich nachgeholt. Jetzt halt dieses Pompoko, den ich auch sehr gut fand. Ja, ich glaube, das war's erstmal. Und ich werde jetzt noch Kikis Lieferdienst nachholen und alles andere, was da ist. Also ich werde alle nachholen. Keine Sorge, Leute. Ich überlege hier gerade gar nicht, ob ich vielleicht blocken sollte. Wäre vielleicht besser, wenn er mich angreift. Denn Leben sind ein weniges Gut, was man in diesem Spiel leider hat. Aber ja, das kann ich jeden ans Herz legen, der eventuell ein bisschen was mit Umweltschutz am Hut hat. Oder einfach einen witzigen Anime gucken will. Oder was mit der japanischen Mythologie vor allem anfangen kann. Gerade deswegen fand ich den Anime, glaube ich, auch noch besser als die meisten. Ich glaube, beim MyAnimeList hatte der so eine 7er Bewertung. Ich habe ihm eine 9er Bewertung gegeben von 10. Füge 6 Schaden zu, füge für jede deiner Schlag. Oh ja, gut, nehme ich, danke. Die Kiste! Ja, ich habe den 9 von 10 gegeben, weil ich fand ihn sehr gut. War aber auch in Japan und kenne da diese Mythologie und sowas. Und deswegen ist da vielleicht auch ein bisschen Nostalgie mit drin oder so. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, aber die Flaschenflamme. Wähle beim Aufheben eine Angriffskarte. Diese Karte ist zu Beginn jedes Kampfes auf deiner Hand. Verstehe ich nicht. Ach so, ich kann jetzt eine Angriffskarte wählen und die ist dann auf meiner Hand. Klar, stand da ja auch so. Okay, ich habe 5 Schlagkarten, das heißt, die macht dann 16 Schaden oder was? Ja, hey, ich nehme auf jeden Fall das Ding, oder? Ja, das ist gut. Noch ein Fragezeichen, mal gucken. Noch eine Kiste mit Schuriken drin. Guck mal, wir machen tatsächlich 20 Schaden mit dem Scheiß, weil wir so viele Schlagdinger haben. Ich bin nur auf 16 gekommen, wieso kommt der dann auf 20? Ultra weird, aber habe ich nichts gegen. So, die greifen mich beide an, deswegen blocke ich lieber nochmal. Es gibt zum Beispiel auch Karten, die musst du einsetzen, weil sonst verflüchtigen die oder sowas. Wenn du sie quasi nicht einsetzt, ey, der hat mir Geld geklaut. Der Blödkopf. Und wenn du die nicht einsetzt, dann hast du sie für diesen ganzen Kampf nicht mehr. Okay, du kaputt. Und er wird mich nochmal angreifen, deswegen 7 Block für uns. Danke. Oh Gott, aber wir haben gar nicht mehr so viele Leben, merke ich gerade. Da habe ich nicht gut ausgehalten. Da müssen wir was gegen tun. Aber ich habe auch gar keine Karten, die mich heilen, ne? Ich glaube, da lief's letztes Mal besser. Zack, verwundbar bist du. Jetzt kriegst du mehr Schaden, haha. Okay, er macht gleich einfach nur einen Block. Das heißt, wir können einfach alles Mögliche auf ihn raufballern und er ist auch schon tot. Okay, cool. Oi. Wir brauchen... Ah, wir kriegen unser Geld sogar zurück. Das ist nice. Blocktrank. Erhalte 12 Block. Das ist auch sehr schön, aber wir bräuchten mal irgendwas, was uns heilt. Alte 12 Block, immer wenn dich in diesen Zug ein Gegner angreift, füge ihm 4 Schaden zu. Flammwall, warum nicht? Und es gibt halt auch noch so Fähigkeiten, die für immer gelten auf dich. Also wenn du zum Beispiel, ich hatte in der letzten Runde sowas, wenn ich die eingelöst hatte und dann einen Block auf mich angesetzt hätte, dann hat ein Gegner 5 Schaden bekommen. Und das war auch sehr nice, habe ich bisher leider noch nicht bekommen. Aber hier, das ist das zum Beispiel auch eine Macht, genau, so heißen die. Okay, wir werden sowieso kein Töten in dieser Runde. Dem her. Passt das schon? Was machen denn diese Pilze? Wendet beim Tod für 2 Züge verwundbar auf dich an. Oh nö. Oh nö. Wieso sind hier so böse Leute? 9er Schaden, damit ist der weg. Wir sind verwundbar. Nicht so geil. Und der greift uns vor allem gleich. Oh fuck, was macht verwundbar? 50% mehr Schaden, dann macht er ja schon 19 Schaden. Oder je nachdem, wie das berechnet, sogar 20. Und dann wären wir tot. Ich glaube, ich block mich lieber. Wir werden nicht sterben, aber wir haben jetzt sehr, sehr wenig Leben. Hä, hat nur 13 Schaden gemacht. Aber wir sind doch verwundbar. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wird das gleich mit einberechnet hier in seinen Schaden? Okay, das ist ja interessant. Alte 12 Block. Yo, Feuerball. So, damit haben wir seinen Angriff schon mal geblockt und er kriegt sogar Damage, wenn er uns gleich angreift. Erschöpfe eine zufällige Handkarte, das ist auch sehr gut, weil wir haben ja gerade eine Macht, die auch noch macht, dass wir mehr Verteidigung bekommen. Okay, das heißt, in dieser Runde macht er uns zumindest keinen Damage, aber weil er uns angreift, verbrennt er einfach. Das ist nice. Und ich glaube, jetzt können wir ihn noch einfach vernichten. Ja, ja, das sieht gut aus. Einfach alles rauf hier. Shit, ey, wir haben nur noch 18 Leben. Hast du vielleicht Heilung für mich? Heile zu Beginn jedes Kampfes 2 TP.
Das ist nicht so viel, muss ich sagen. Ist da nicht irgendwas Besseres für mich? Oh nein, wir haben wieder nur 13 Gold zu wenig. Wir hätten hier allen Gegner 4 Schaden zufügen können und uns um die TP heilen, die die anderen verloren haben an TP. Oh, das wäre richtig gut gewesen. Füge 6 Schaden zu, nimm eine Kopie dieser Karte auf den... Okay, nimm ich. Okay, da bin ich fertig. Okay, wenn wir den nächsten Kampf überleben, dann können wir uns zumindest noch einmal heilen vom Endboss. Aber es sieht gerade sehr, sehr schlecht aus, dass wir den hinbekommen könnten. Wir haben zumindest ein bisschen Block hier durch unsere Tränke und sowas. Oh Gott, okay, aber das wird trotzdem alles sehr, sehr anstrengend. So, erstmal ist wichtig, dass wir unsere Leben behalten. Das heißt, wir blocken uns, dann kriegen wir nur noch 3 Schaden. Und er kriegt dann einen ganz normalen Schaden rein. Ist ein bisschen schade wegen diesem perfekten Schlag, aber er kommt ja später nochmal wieder. Sollte also erstmal kein Problem sein. Aua. Kannst du bitte in deiner nächsten Runde nicht angreifen? Danke, dann können wir nämlich einfach... Alles auf ihn raufballern. Da, nimm das und den hier auch noch. So, was wird er tun? Weiß man nicht. Irgendeinen negativen Effekt. Verwickeln. Oh nein, ich bin verwickelt. Mein Angriffsschaden ist um einen gesenkt. Aber sollte hoffentlich kein Problem... Nee. Hä? Ich bin verwickelt? Ich kann keine Angriffskarten spielen? Was? Ach, ich bin sogar stärker geworden. Aber ich kann keine Angriffskarten spielen. Das ist sehr belastend. Okay. Dann blocken wir. Kriegt zumindest kein Damage und er wird sich selber verbrennen. Weil er ein dummer Typ ist. Hahaha. Ha, ha, ha. Okay, dann haben wir 21. Wir werden auf jeden Fall noch uns retzen. wie man im Gamer-Jargon sagt. Wir werden uns auf jeden Fall ausruhen. Kriegen nochmal 24 Leben dazu. Damit sind wir auf der Hälfte unserer Leben. Alter, immer am Ende deines Zugs 3 Block. Alter! Ja, normal nehme ich die Metallschicht mit. Jedes Mal 3 Block, ohne dass ich was einsetzen muss. Ultra gut. Habe ich nicht noch irgendwas, dass ich mich heilen kann? Nee, ne? Na dann, ab zum ersten Boss. Mal gucken. Hallo, komischer Stein. Hexergeist. Okay. Und man weiß nicht, was er als nächstes macht. Aber er wird nicht angreifen. Das steht da. Okay, gut zu wissen. Dann hier, bitte. Angriff. Den Boss kenne ich auch noch gar nicht. Okay, das macht mir ein bisschen Angst. 4x6! Das sind ja 24! Das sind die Hälfte meiner Leben! Okay, wir werden den Blocktrank einsetzen. Dann haben wir schon mal 12. Brauchen wir nochmal das Doppelte. Das hier ist eine Macht. Das heißt, die setzen wir auf jeden Fall ein. Immer wenn jetzt was erschöpft ist, dann kriegen wir Block dazu. Ultra gut. Und dann noch ein normaler Angriff. Und fertig. Wir werden jetzt minimum 5 Leben werden wir verlieren. Aua. Der nächste Angriff ist nicht so krass. Nur 6 Schaden. Das können wir easy wegblocken mit einem Block. Und ja, der Rest ist egal. Zufällig. 3 Leute treffen mit 3. Ja. So, damit haben wir auf jeden Fall genug Block, dass er uns keinen Schaden macht. Oh, die Metallschicht auf jeden. Und die Mächte zählen immer. Soweit ich das weiß. Also über das ganze Kampf hinweg. Und die ersetzen sich auch nicht. Heißt, damit sind wir jetzt schon mal sehr, sehr gut aufgestellt. Okay, er macht gleich wieder nur so einen Kack, der nicht wirklich was macht. Können wir auf jeden Fall zerschmettern. Ein Block sollte lang, dann kriegen wir auch wieder gar kein Damage. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Spiel findet. Ich find's witzig, ist vielleicht nicht so spannend zum Zuschauen, könnte ich mir vorstellen. Aber vielleicht ja doch, I don't know. Schreibt's in die Kommentare, ja! Blocken, obwohl er nicht angreift, aber ich finde diese Verbesserung halt mega cool. Kann auch sein, dass ich hier ein bisschen zu schnell durchgehe, weil ich die meisten Karten jetzt halt schon kenne. Stärke, er macht sich stärker. Dann will er bestimmt gleich angreifen, ja. 14. Und er hat uns Brennen gegeben, das ist ja nett. Leider am Ende deines Zuges 2 Schaden. Oh ja, geil, danke, kleiner Hexergeist. Immer wenn du eine Karte schaffst, erhalten wir 3 Block. Ja dann. Und er hat das Brennen weggemacht. Geil, danke Karte. Jetzt kriegen wir kein Damage dadurch. Ultra gut. Ja komm, wir gehen mehr auf Angriff als auf Verteidigung. Ich meine, ja komm, wir verlieren jetzt ein Leben. Das ist nun wirklich... Da greife ich lieber einmal für 7 Leben an, als dass ich ein Leben weniger verliere. Jetzt haben wir wieder einen Zorn, den setze ich auf jeden Fall immer ein. Und wir verlieren leider wieder 3 Leben. Aber solange er nicht nochmal so ein 24er Damage macht... Ah, aber dieses Brennen, das ist behindert. Aber wir machen erst, dass er schwach ist. Er ist jetzt verwundbar. Das heißt, wir kriegen sogar eine Energie und eine Karte, wenn wir das hier einsetzen. Nicht?
Ach, schwach ist was anderes als verwundbar. Alles klar, wusste ich nicht. Gut zu wissen. Oh, er greift für 18 an. Und wir haben nichts, was uns jetzt noch rettet. Oh, oh. Okay, wir verlieren 15 Leben. Shit. Aber er... Hä? Hat ihn das jetzt häufiger wehgetan? Drei Brennen, ist das dein Ernst? Okay, das ist sein Ding, dass wir diesen brennen. Das ist voll sein Ding. Okay, wir verbessern wieder eine Handkarte. Die hier, die wurde schon mal verbessert. Viermal. Oh, wir machen 20 Schaden damit. Ultra gut. Zack, 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 zack. Schlitz, schlitz, schlatsch, schlutsch. Er greift dann mit 6 an. Das ist mir egal, weil wir kriegen ja sowieso noch mal 3 zusätzlich. Also diese Runde geht's uns gut. Shit, das kann jetzt aber doch noch mal ein bisschen kacke werden. Vor allem mit diesen Brennen. Wenn wir ein paar Brenns ziehen, die machen immer 4 Damage. Viel zu heftig. Können wir ihn jetzt schon vernichten? Wenn wir hier so einen schönen 24er Damage machen und dann noch einen 10er, dann sind wir bei 34. Hätten wir... Oh nein, uns fehlt eine Karte. Nee, warte, wir können ja hier sagen, den hier, Verdoppelungstrank. Die nächste Karte wird doppelt gespielt, dann sollte er tot sein. Okay. Oh mein Gott, sogar eine Errungenschaft bekommen. Erster Boss besiegt und eine goldene Karte halten wir dafür. Der nächste Angriff in diesem Zug wird zweimal angespielt, also genau das, was der Trank gerade gemacht hat. Erschöpfe deine Hand, füge pro erschöpfte Hand 7 Schaden zu. Okay. Dein Block verfällt nicht mehr zu Beginn deines Zugs. Auch sehr cool. Hm. Ich nehme die Barrikade, weil ich mag diese Mächte einfach viel zu krass. Und wir kriegen noch ein Relikt. Okay. Ich glaube, ich nehme das Transformieren. Einfach weil. Was macht das jetzt genau? Die ändern sich zu einer Karte von zufälliger Seltenheit. Verbessern macht Karten mächtiger. Aha. Den und vielleicht eine Blockkarte. Jo. Oh, ach, stand da eben schon, was ich bekomme? Egal. Jetzt sind wir in der Stadt. Würde aber sagen, da ich hier wahrscheinlich auch bis zum Boss kommen werde, werden wir das in der nächsten Folge machen. Dann teile ich einen Mann immer auf. Ich glaube, das ist in Ordnung, oder? 28 Minuten sind wir jetzt schon. Holy shit. Gut, dann würde ich aber sagen, was hast du für diese Folge? Mal gucken, wie das dann in Zukunft wird. Bin gespannt auf eure Reaktion auf dieses Spiel und würde mich freuen, ob ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.